Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Damit heiße ich euch willkommen zu Let's Play Resident Evil 2, das große Remake. Meine Freude ist grenzenlos. Ganz kurz, die Resident Evil Serie hat natürlich eine lange Tradition. Zuletzt hat Resident Evil 7 für die aktuellen Systeme PlayStation 4, Xbox One und Steam in jeder Hinsicht überzeugen können. Aber die Entwickler von Capcom sind auch bedacht, die älteren Spiele wieder neu für die aktuelle Konsolengeneration außer Nintendo zu veröffentlichen. Ja, momentan haben sie es nicht so mit Nintendo. Das war mal anders, aber momentan weniger. Wie auch immer. Wunderbar. Also die Resident Evil Serie ist perfekt, um die Unterschiede zwischen Ports, Remasters und Remakes zu erklären. Ja. So wurden auf PlayStation 4, Xbox One und Steam Resident Evil 4, 5 und 6 geportet. Gerade 5 und 6 waren ja sowieso schon in HD. Die wurden nochmal neu rausgebracht. Auch wunderschön in Retail habe ich im Regal stehen. Sehr empfehlenswert, wer das nachholen möchte. Ja, da gibt's, denke ich mal, kleinere Änderungen. Nicht wahr? Resident Evil 4 wurde auch immer wieder mal ein bisschen aufgepimpt in 16:9 und so. Also das sind allenfalls nicht erwähnenswerte Mini-Änderungen gewesen. Deswegen kann man die locker als Ports durchwinken. Dann gab es Resident Evil 0 und Resident Evil 1 als Remastered der GameCube-Version. So, jetzt nicht durcheinander kommen. Resident Evil 1 ist natürlich erstmals erschienen für PlayStation 1 und Sega Saturn und solche Sachen. Bekam dann aber auf dem GameCube ein richtiges Remake. Komplettes Remake. Der Sprung von PS1 auf GameCube war grafisch vor allen Dingen sehr immens, muss ich mal dazu sagen. So immens, dass dieses grafisch gute GameCube-Spiel selbst zu PS4-Zeiten noch vertretbar aussieht. Und so kam halt von Resident Evil 0 und 1 Remastered-Versionen für die aktuellen Systeme heraus, wo dann natürlich Texturen erneuert wurden und die Steuerung bekam eine Alternativmöglichkeit und so. Aber im Kern war es dasselbe Spiel, dasselbe Grundgerüst, einfach nochmal auf die aktuellen Systeme drüber und dann ein bisschen neuen Anstrich verpasst. Aber auch nur nicht so immens. Und das hier ist natürlich jetzt ein Remake, weil Resident Evil 2, 3 und Code Veronica sind zwar auch für den GameCube erschienen, aber das waren wiederum Ports, die identisch sind mit der PS1-Version. Ich habe mir damals schon zu GameCube-Zeiten auch Remakes von Resident Evil 2 und 3 gewünscht, die kamen aber nicht, weil man sich halt nicht zu viel Zeit lassen wollte und Resident Evil 4 erscheinen sollte. Ja,
Und nun, nachdem Resident Evil 1 die Origins HD Collection, kann man sagen, so einen Zuspruch fand, ja, hat Capcom halt beschlossen, Resident Evil 2 auch neu rauszubringen. Da reicht aber kein Port und auch kein Remastered. Es wurde ein komplettes Remake. Natürlich nicht mit der Panzersteuerung. Natürlich nicht mit festen Kamerawinkeln und so. Sondern dynamisch, aktuell, neu. Halt von Grund auf neu erschaffen. Man erzählt zwar dieselbe Geschichte, aber nicht wie 1998, sondern eben wie 2019. Es ist ein brandneues Spiel, das den Titel und die Umrisse eines alten Games trägt. Aber es ist ein brandneues Spiel. Ihr braucht keine Vorkenntnisse, schaltet gerne ein. Ich würde auch schon langsam mal beginnen. Wir können ja immer noch ein bisschen reden und bei Rückfragen in den Kommentaren uns auch noch drüber unterhalten. Ich freue mich sehr. Ich spiele die PS4-Version. Die Demo vor ein paar Tagen war auf dem PC, aber das ist die PS4-Version. Und ja, dann starten wir doch einfach mal rein. Spiel starten. Resident Evil 2. Leon Scott Kennedy. Nach tagelanger Funkstelle von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Claire Redfield. Ein anderer Albtraum wartet auf Claire Redfield, die noch nicht weiß, wie sehr sich ihr bisher sehr gewöhnliches Leben ändern wird. Wir starten mit Leon. Niemand da? Komisch. Ja? Umgebung erkunden. Los geht's, Leon. Das ist ganz neu hier an der Tankstelle. Da startete das Abenteuer ursprünglich nicht. Hamburgers. Vielversprechend. Sprinten. Alles klar. Ich gucke erstmal kurz. Gibt es hier Hinweise? Sind das Leons zukünftige Kollegen? Er hat ja seinen ersten Arbeitstag bei der Polizei von Raccoon City vor sich. Hier ist er noch ein junger Knabe. Na, dann schauen wir mal nach. Vielleicht haben die noch einen Hamburger übrig. Das ist zumindest meine Hoffnung. Er sieht aus wie ein Backstreet Boy. Hallo? Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Allerdings nicht. Die Tankpreise waren so niedrig. Da merkt man, dass das Spiel im Jahre 1998 spielt. Mach den Schwarzenegger und zieh deine Brille auf. Okay, Freunde, ich muss ein bisschen ernster bleiben. Aber so kennt man mich. Ein schöne Details auf jeden Fall. Die ganzen Produkte einzeln zu entwerfen sogar. Alles in Ordnung? Da ist jemand. Sieht nicht so aus, Leon. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Da ist auch noch eine Tür. Wir haben schon zwei Wege. Leon. Er braucht mal dringend einen Kaffee. Nee, da komme ich nicht durch. Da. Erinnert doch an den Anfang von Resident Evil 6, wo Leon auch durch diese
dunklen Gänge schleicht. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, es war nicht näher! Hey, hey! Sofort! Was zum Teufel? Das ist aber gar nicht vegan! Stopp! Ich schieße! Das macht er wirklich. Da geht er down, da geht er down. Aber ein normaler Mensch hätte doch beim ersten Mal schon nicht überlebt. Ein Messer habe ich nicht. Das Lager. Miss November! Nicht nur. Ist die echt? Ist das Pamela Anderson? Schlüssel. Storage Room. Wichtiges Objekt. Ein abgenutzter Schlüssel. Aus dem Laden entkommen. Unmöglich. Das kann nicht sein. Nein! Du gönnst dir keinen Happen! 5 Schuss habe ich noch. Alter! So umgarnt wurde ich noch nie von einer Frau. Okay. Zum Glück nicht. Meine Schulter will ich nämlich behalten. Du hast auch keinen Bock. Zum Glück, das war der letzte Schuss. Da zuckt noch was. Jetzt können wir zu dem anderen. Oh, ich habe aber keine Muni mehr. Was soll denn das? Was Schlechtes. Ich hält. Die Tür ist zu, aber ich wollte doch zurück. Ich dachte, das wäre der Schlüssel für die andere Tür da vorne. Klar. Alles klar, das ist die Tür. Geräusche aus dem Controller. Da stehe ich ja drauf. Ich muss... Was zum... Das sag ich dir. Nix wie raus hier. Claire Redfield! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Capcom presents. Ja, Raccoon City, die Heimat von Umbrella. Und die Serie jetzt nicht so unbedingt kennen, die Umbrella Corporation ist das böse Unternehmen, das hinter all dem steckt. So viel hat man auch schon in Resident Evil 1 erfahren. Sie erforschen oder erforschten
den T-Virus, der mit den Menschen das macht, was ihr seht. Sie werden zu Zombies, willenlose Wesen, denen es nach Fleisch dürstet. Die niedersten Instinkte werden angesprochen. Schade, dass der Sprecher fehlt. Resident Evil 2. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Ja, als ob! So zum Anbeißen bin ich gar nicht! Kann ich hier durch? Es sah so aus, aber offensichtlich nicht! Deine liebevolle Umarmungen für dich! Ah, hier, das ist wohl eher... Alles klar, ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, ich muss da lang. Das war in der Tat im Original so. Die Flucht durch die Stadt, die in Trümmern und in Asche liegt. Ein bisschen durchkämpfen, irgendwie durchboxen. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, du könntest über die Autos steigen und so, aber tut's nicht. Alles klar, die Ecke, die Seitengasse, die wird's wohl sein. Scheiße. Die sind alle so. Alle verwandelt. Du weißt, wo du lang musst, ja? Ich frag ja nur. Da ist sie. Die Polizeistation. Also hier haben viele Autos versucht, zur Station zu gelangen. Und die Insassen, die haben Appetit, merke ich. Aber warum kamen die nicht rein? Und wir sollten es schaffen. Ist aber genauso der Fall. Verriegelt! Auf die Idee kam noch keiner vor uns. Besser für uns, nicht wahr?
Ein klein wenig schaue ich mich um. Weil ich das hier jetzt auch nicht hinterfragen möchte. Da hat jemand den Müll aber komisch zusammengebunden. Ich meine, wahrscheinlich nur ein, ja, keine Ahnung, ein großer Mikrofonständer oder so. Die Stadt der Toten. Und das ist der Weihnachtsbaum, natürlich, kompakt verpackt. Was sagt man dazu? Endlich in Sicherheit. Dass es so ein fließender Übergang ist, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ihr wisst, gerade Resident Evil ist bekannt für die guten alten Türsequenzen. Jetzt sind wir hier einfach in dem neuen großen Areal. Es muss intelligent vorgeladen haben. Nice. Hallo? Ist irgendjemand hier? Wird das systematisch erkunden. Keep out. So, ich habe natürlich schon die Demo-Version gespielt, sowohl auf der Gamescom 2018 als auch mit euch vor ein paar Tagen noch. Klebeband, da braucht's ein Messer. Blutige Fußabdrücke auf dem Boden. So, in dieser grafische Effekt. Das Blöde ist, ich bin jetzt wirklich, ich habe weder Munition noch Heil-Items. Das ist die Karte, okay. Warnung. Naja, das wird schon wieder. Überflüssig zu erwähnen, ich spiele das Remake blind. Außer eben die Bereiche der Demo. Ich werde kurz kontrollieren, dass hier alles zu ist. Pistolenmuni. Ja, pack rein. Man muss immer noch bestätigen, dass man das da hinladen möchte. Zap, zap. 5 Schuss hätten wir. Ja, es muss ein Montag sein. Sowas passiert immer nur montags. So, hier auch Kombinationen, die wir erraten müssen. Und es würde mich auch wundern, wenn diese Tür offen wäre. Was? Seit wann ist die Tür offen? Hab ich einen Durst? Was? Arta? Kampa? Seit wann ist das hier offen? Ein Safe. Auch da sind wir noch ratlos. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Muss das jetzt? Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus, nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation, befindet sich ein von der Umbrella Corporation mithilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Das werden wir doch bestimmt kennenlernen, sonst gäbe es diesen Hinweis nicht. Okay, aber hier ist zu. Ja, interessant. Ah. Grünes Kraut. Direkt verwenden, würde ich mal sagen. Gesundes Grün, Warnung Gelb, Gefahr ist Rot. Jetzt geht's uns wieder bestens. Nee, also mir hat jetzt diese Einleitung, diese Vorsequenz sehr gut gefallen. Auch das mit der Tankstelle, wie sich Leon und Claire treffen, aber auch wieder verlieren. Plausibel erklärt. Ich mag auch irgendwie den Truckerfahrer, der war super animiert, finde ich, zu Beginn des Parts. Und ja, da beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Noch mehr Munition, die braucht es definitiv. Die Schreibmaschine zum Speichern, das machen wir doch einfach mal.
Zum Glück brauchen wir da kein Farbband, wie das in den Klassikern der Fall war. Da musste man immer noch Items mitnehmen, Inventarplätze belegen, nur dass man speichern kann. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Gott sei Dank. So, Windows 95. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Definitiv, das machen wir. Die Karte mit dem Pad. Und dazu müssen wir, wie gesagt, zum Ostkorridor. Was ist hier noch? Oh, Erste-Hilfe-Spray. Das heilt komplett. Erfahrungsgemäß. Hier also entlang. Aber das wäre es dann auch schon für den ersten Part. Ich weiß, aber die Anfangssequenz, die hat halt ein bisschen was gefressen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Natürlich wird es heute noch den zweiten Part geben über Unterstützung. In Form von Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr bleibt dran bei Let's Play Resident Evil 2, das große Remake aus dem Jahre 2019. Mir gefällt es bis hierhin, ich bin sehr gespannt. Schaltet auch das nächste Mal ein. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao!